Ja, aber was das generell, was ich an diesem System nicht mag, ist, dass es dir Individualität vorgaukelt, die du gar nicht hast. Die Idee dahinter ist, dass du ja mehr Auswahlmöglichkeiten hast. Die hast du aber gar nicht, weil es gibt immer das Beste. Es gibt immer die einen, die sich am besten für PvE lohnen und die anderen, die sich noch besser für PvP lohnen. Und deswegen sind Karten auch besser, weil die Karten hatten wirklich individuelle Fähigkeiten. Da gab es dann Karten, die haben einfach nur ganz stumpf plus 3 Stärke gemacht. Dann gab es aber auch Karten, die haben dich immun gegen bestimmte Sachen gemacht, gegen bestimmte Zauber, haben dir bestimmte Zauber gegeben und so. Das war dann schon wieder was anderes. Okay, ja, ist jetzt interessanter. Also jetzt auch. Interessanter als Sockel auf jeden Fall. Ja, also das ist was ich nie mochte. Das ist wirklich keine Auswahl. Nur bei Diablo mochte ich das, bei WoW fand ich das kacke. Ja, ich hab Diablo mag ich nicht, ich weiß nicht, wie es da war, ob du wirklich eine Auswahl hattest oder ob es immer so war, du spielst Barbar und gehst auf jeden Fall auf die Stärke-Sockel oder sonst was. Keine Ahnung, ob es irgendwas von den beiden... Ja, ist halt ein Ausrüstungsgegenstand. Klar. Da ist das, willst du immer auf selbe hinaus, im Prinzip. Ja, aber gab's wirklich den Stat, den du nehmen musstest, um wirklich erfolgreich zu sein? Oder konntest du sagen, ja, es macht jetzt nicht so den Unterschied, ob ich das oder das mache? Ich denke, das ist recht individuell. Du kannst ja selber... Ja, du kannst das macht schon in gewisser Weise einen Unterschied. Aber es war halt Beispiel, dass du in WoW hast du zum Beispiel dann... Es gab ja auch dann irgendwann dieses... Dass die... Ich weiß nicht, was... Irgendwas gab's, dass die Zauber kürzer gehalten haben oder du weniger Glyphen? Nee, so eine neue Wertung. Oder Hitrate kam ja auch dann alles noch so rein. Auch mit Spells. PvP-Wertung. PvP war's. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab's eine Sockel. Das war einfach... Abhärtung. Abhärtung, war, genau. Zum Beispiel. Genau, sowas. Genau, das meinte ich. Da musstest du dann, wenn du wirklich erfolgreich sein wolltest im PvP, musstest du einfach den verfolgen, ansonsten hast du es nicht geschafft. Und ja. Das finde ich ein bisschen blöd. Aber da geht es ja nicht darum, dass du das jetzt unbedingt brauchst oder eben nicht, finde ich. Aber also das ist ja eigentlich egal. Das ist ja nur ein Ausrüstungsgegenstand. Ja, es macht natürlich nicht so viel aus, aber die Perfektion ist immer die gleiche. Und das finde ich ein bisschen blöd, weil dir eigentlich eine Individualität vorgegaukelt wird, die, wenn du sie verfolgst, ernsthaft nicht vorhanden ist. Weil eigentlich dann doch aufs Gleiche hinausläuft, wenn du das Beste haben willst. Weil es halt nur das eine Beste gibt. Und das finde ich bei... Würdest du denn sagen, dass das auch bei Spielen ist, wo du skillen kannst, also jetzt skillen bezogen auf deine Stats, wo du sagen kannst, nach jedem Level, ich will eine Stärke mehr haben? Das weiß ich nicht, die habe ich nicht genug gespielt dafür. Weil das ist ja im Prinzip dasselbe, oder nicht? Ja, natürlich. Wenn das da so gleich aufgebaut ist, dann natürlich. Das fand ich halt, finde ich bei League of Legends relativ cool, dass die Runen, es gibt zwar natürlich... Vielleicht für den einen die besser und die besser. Aber man kann bei vielen Chars kann man streiten. Jetzt bei Ryze zum Beispiel ist es, finde ich, ziemlich eindeutig. Aber bei anderen ist es nicht so eindeutig und das finde ich relativ cool. Das verwirrt mich eher. Ja, na, es ist am Anfang verwirrend, auf jeden Fall. Aber sobald du dich das so im Spiel drin bist, finde ich es richtig geil. Und das ist auch... Dass du dir selber Gedanken machen kannst, dass du das Gefühl hast, dass du selber was Cleveres ausgedacht. Und nicht einfach nur, oh, der Pro hat auf dem Bild abkopiert. Und direkt abkopiert. Machen ja viele, dass sie keine Ahnung haben, warum die Pros das spielen, aber sie spielen es und sie machen es. Wenn ich was sehe, was ich von einem Pro nicht verstehe, dann baue ich das auch nicht. Kann natürlich oft mal sein, dass ich was bei einem Pro sehe und denke mir, scheiße, warum bin ich dann nicht drauf gekommen? Aber es gibt viele Dinge, die ich dann sage, baue ich nicht, weil ich sie nicht verstehe. Selbst wenn er da mit 120.000 zu 0 gehen würde, der weltbeste Spieler mit Abstand, wenn ich es nicht verstehe, dann baue ich es nicht. Fertig, aus. Probe. Wir füttern den jetzt übrigens mal. Nach 10 Jahren. Ja, der heilt ja total beschissen, deswegen... Buttermesser? Der Morgenstern gibt ihm. Boah, krass. Und dann will er direkt noch einen, der Wichser. Ich hasse so Hurensohn. Ja, ja.
Nervendeutsch, unglaublich. Alter. Gib ich ihm einfach noch einen. Furuga? Sehr gut. Francesca? Nicht gut. Kette. Kette. Ich gebe dem manchmal auch was Schlechteres zu essen, damit das wieder runtergeht. Stab, den haben wir. Weil dann, wenn man dem ganz Gutes zu essen gibt, dann will er immer noch... Ist er verwöhnt. Ja, dann ist er verwöhnt. Und wenn man dem dann wieder Scheiße zu fressen gibt, dann geht er wieder auf. Ja, mache ich bei dir auch immer. Wenn ich dich fütter. Richtig. Genau daher haben wir das. Nein, er wollte eine Narrenkappe. Grad. Weil soll ich auch wissen, was ich alles hab, ne? Ja. Schon schwer einzusehen in dem Spiel. Echt mal? Das blinkt ja noch nicht. Wird ja nicht angezeigt. Nee, nee. Deswegen ist es schon ein bisschen schlecht gemacht. Ja. Fatz. Ich gebe dem einfach einen Scheiß zu fressen. Geisterstab, den habe ich. Geh wie Geisterstab. Guck, wie viel dem das auch gibt. Komorute, nimm wieder. Will er nicht. Geisterstab, komm, so. Super. Ja, dann gib ihm einfach gar nichts mehr. Gib ihm einfach gar nichts mehr. Frostbogen kann ich ihm noch geben. Obstmesser. Ist bestimmt gut. Schürze. Hört sich auch gut an. Eisenpanzer. Lederweste. Eisenhemd. Toga. Eisenmantel. Oh, der ist gut. Leinenweste. Kleid. Federrüstung. Ich muss meine Items eh loswerden, von daher. Mantel. Er will nicht so. Lichtmesser können. Bronzeaxt mag er auch noch. Schrauber. Auch. Und jetzt will er den Schrauber natürlich. Natürlich. Das ist so ätzend. Ich hasse so eine Scheiße. Dafür würde ich dem jetzt am liebsten eine Schelle geben. Also richtig schön, dass der nie wieder heilen kann. Nicht, dass er es irgendwann getan hätte, aber... Und gleich okay, wieder wundern, wo dein Heiler bleibt. Der hält mich ja eh nicht, von daher... Ja. Und... ich weiß gar nicht, wo wir stehen geblieben sind. Auf jeden Fall macht das so richtig gut Spiel aus. Und da denke ich halt manchmal drüber nach. Und das ist, finde ich, auch ein richtig ekliges Gefühl. Einerseits ist es ein geiles Gefühl, weil du dich an sowas Schönes erinnerst. Und andererseits, du kriegst es nicht mehr wieder. Du kriegst nie wieder die Zeit. Eine Droge. Die kannst du aber wieder kriegen. Zwar zu einem teureren Preis und einer höheren Dosis. Aber du kriegst die Zeit nie wieder. Du wirst nie wieder mit WoW... Du wirst nie wieder zu Gurub gehen können. Nie wieder. Das hat mir voll wehgetan, als ich gelesen habe, dass zu Gurub raus. Doch, Privatserver. Die sind mega buggy und total scheiße. Du wirst nie wieder die gleiche. Dann geht die Quest nicht und das nicht. Das ist nicht ansatzweise das gleiche. Finde ich. Ich habe ja mal auf einem gespielt. Das war nicht Vanilla. Oder bei den Crusades und Wrath of the Lich King, aber. Es ist, finde ich, nicht das gleiche. Das ist auch einer der Gründe, warum ich keinen Ragnarok Online zwischendurch zocke. Weil es einfach nur noch Privatserver gibt. Die offiziellen Server sind tot. Wirklich? Und zwar, komplett. Ja, die sind 2010, sind die, glaube ich, oder 2011 komplett runtergefahren worden. Okay. Und ich war nicht bei dem Event dabei zum Schluss. Dachte ich mir, lohnt sich nicht. Ich Arschloch. Du bist so kalt zu dir selbst. Ja. Aber das ist halt... Weißt du, bei Terranigma geht's ja noch, das kann man jetzt einfach immer wieder nochmal spielen. Aber so Spiele, die sich in der Entwicklung befinden, wirst du nie wieder so erleben. Und das ist... Das finde ich aber auch immer noch krass, wie oft du einfach Terranigma schon durchgesuchtet hast. Ich kann's... Ich habe auch momentan wieder richtig Lust drauf. Und kann davon auch nicht genug kriegen. Ich meine, ich habe jetzt keinen Bock, das Spiel dreimal hintereinander am Tag zu spielen oder so, aber es ist... Ich guck's mir gerne an. Ich war. To the Moon will ich nochmal zocken. Na, das hab ich ja nie gespielt. War ja auch mehr so eine Geschichte. Dann bist du auch voll behindert. Ich hab dir, glaube ich, auch den Key gegeben, oder? Nein, hast du nicht. Hatten wir aber letztes Mal auch schon. Ach so. Okay. Stimmt, du warst das.
Wir kommen mal auf alte Themen zurück. Ja, weil das wird dich wieder richtig flashen. Ähnlich wie Terranigma, glaube ich. Weil Terranigma hat dich ja auch größtenteils wegen der Geschichte geflasht, oder nicht? Die Geschichte... Also es ist sowas ist immer schwer zu erklären mittlerweile, weil es halt Kindheitserinnerungen sind. Was mich mittlerweile wirklich zum... Ich sag jetzt einfach mal heulen, ich fange nicht an zu heulen, aber den Tränen nahe bringt, ist die Musik. But somewhere! Einfach die Musik. Ja, die was? Ist, die Musik, die ist so godlike. Ja, auch bei To the Moon. Und das macht schon mal viel aus. Oh, Tektor-Schwert. Und wenn das gute Musik hat, warum nicht? Ja. Also der Soundtrack macht ja viel aus. Du hast frei, oder nicht? Ich hab frei, ja. Ja, dann hast du ja gleich nur 3 Stunden Zeit. Ja, ich werde das heute nicht mehr zocken, aber... kann ja. Jetzt! Okay, wir sehen uns das nächste Mal. Jetzt ist er schon wieder tot. Am besten. Und alleine. Also nicht, dass du ihn wieder bei Skypes oder so, weil das solltest du schon so stoppen. Okay. So krass. Wenn du das wirklich richtig erleben willst, dann schon, ja. Doch. Würde ich dir schon empfehlen. Okay. Und gameplay-technisch, du spielst fast gar nicht, habe ich ja gesagt. Ja.